Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie im letzten Video schon besprochen, können schwerwiegende Verletzungen sehr große psychische Störungen verursachen. Und in diesem Video geht es aber vielmehr darum, welchen Einfluss solche Verletzungen auf die Psyche genau haben. Falls du gerade verletzt bist oder jemanden kennst, der verletzt ist und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann check danach unbedingt mein letztes Video ab. Das ist hier immer verlinkt. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls dich solche Thematiken rund um den Wettkampfsport interessieren. Und vergiss nicht, das Video zu bewerten. Ansonsten fangen wir an. Let's go! Fast jeder zweite Breitensportler verletzt sich im Verlauf einer Saison. Im Spitzensport führen Verletzungen zu 1 bis 4 Ausfällen pro Saison. Und im Kunstturnen liegt die Verletzungsrate bei 70 bis 80% pro Jahr. Die Fußballorganisation FIFPro hat ergeben, dass ein direkter Zusammenhang zwischen ernsthaften Verletzungen und Depressionen besteht. Spieler, die 3 oder mehr Verletzungen erlitten haben, haben 2 bis 4 mal so viele mentale Probleme. Der Chief Medical Officer Vincent Goodbarge, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hatte sich damit eigentlich eine Signalwirkung erhofft, indem man das Ganze veröffentlicht und damit anderen Sportlern zeigt, dass sie nicht mit ihren mentalen Problemen alleine sind. Weitere Erkenntnisse aus der Studie waren, dass 25% dieser verletzten Sportler unter Schlafstörungen litten und 25% dieser auch noch Alkoholprobleme haben. Bei den aktiven Fußballern waren es lediglich 9%. Diese Probleme werden auch Belastungsreaktionen genannt. Das können sein Ängste, Selbstwertprobleme, Stress, Depression und auch Ärger. Die Belastungsprozesse, die dadurch auftreten, sind oft sehr unterschiedlich, da sie von Sportler zu Sportler variieren, da die Einstellung auch mal eine interessante Frage ist. Viele Sportler beenden aber aufgrund der Schwere ihrer Verletzung ihre Karriere, da der Weg zurück oft sehr, sehr viel Geduld, Mühe und Zeit kostet und außerdem sehr viel positives Denken und Selbstvertrauen, um wieder Anklang in der Sportart zu finden. Ich meine, jeder kennt doch diesen einen Typen auf dem Bolzplatz, der Profi geworden wäre, wenn nicht die Knieverletzung dazwischen gekommen wäre. Und da muss man halt manchmal abwägen, vielleicht war es auch die Einstellung einfach des Sportlers, um wieder zurückzukommen, oder vielleicht einfach die Schwere der Verletzung, die es ihm unmöglich macht, wieder auf diesem Niveau Fußball zu spielen. So gibt es zum Beispiel die Sportlerin Christina Vogel, eine ehemalige Bahnrad-Olympiasiegerin, die im Juni 2018 bei einem Training einen Unfall erlitten hat und seitdem querschnittsgelähmt ist. Oder auch Jo Deckarm, ein ehemaliger professioneller Handballtorwart, der bei einem Tempo-Gegenstoß mit dem Gegenspieler zusammenprallte und dann für 131 Tage im Jahr 1979 im Koma lag und als er aufwachte, die motorischen Fähigkeiten eines kleinen Kindes hatte. Die Liste solcher Sportunfälle sind sehr, sehr lang und sie ändern das Leben von heute auf morgen schlagartig. Natürlich sind solche sehr schweren Verletzungen, wo man diesen Sport gar nicht mehr ausüben kann, die Voraussetzung dafür, dass man psychische Probleme bekommt, aber auch schwere Verletzungen, wo man wieder zurückkommen kann, können, wie gesagt, einen sehr großen Einfluss auf die Psyche haben. Der Sportler stellt sich nämlich von heute auf morgen viele neue Fragen ab. Wann kann ich endlich wieder trainieren? Wann kann ich endlich wieder bei einem Wettkampf mitmachen? Man steht vor einer ungewissen Zukunft, man kennt nicht die Antworten und diese Fragen gehen dann ständig durch den Kopf und das kann irgendwann psychisch sehr belastend sein. Vor allem das soziale Umfeld fällt weg. Und wenn man gerade auch im Lockdown merkt, kann soziales Umfeld sehr, sehr wichtig sein, um psychisch weiterhin auch durchzuhalten. Und wenn das Team dann auf einmal nicht mehr bei ihm ist, weil man nicht zum Training gehen kann oder die Sportgruppe, sowie auch der Trainer, weil der Trainer auch noch andere Athleten hat, um die er sich kümmern muss, muss man auf einmal viel mehr alleine mit manchen Dingen klarkommen und ist einsam. Und Einsamkeit ist ein häufiger Auslöser, laut zahlreichen Studien, von Depressionen. Dementsprechend muss man sich dieses soziale Umfeld irgendwie anders beschaffen, denn ansonsten plagen einem psychische Probleme. Leistungssportler, die vom Sport leben, haben zudem auch noch eine finanzielle Bedrohung. Geldprobleme können unter anderem auch Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Stimmungsschwankungen und Angstzustände auslösen. Durch die starke Verbindung zum Sport fängt man auch an, an seinem Selbstwert zu zweifeln und das Ganze kann einen Identitätsverlust zur Folge haben. Bei der Recherche zu diesem Video bin ich auf einen Artikel im Internet gestoßen, der einen sehr interessanten Vergleich hervorgebracht hat. Ich habe mies recherchiert, glaubt es mir. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Es wurde von der Psychiaterin und Geistheilerin Elisabeth Kübler-Ross berichtet, die sich vor allem mit den Thematiken rund um den Tod, Umgang mit Sterben, Nahtoderfahrungen, Trauer und Trauerarbeit auseinandergesetzt hat und Untersuchungen mit Menschen durchführte, die unheilbar erkrankt waren. Daraufhin entwickelte sie das 5-Phasen-Modell des Umgangs mit dem Tode. Bei dem Modell ist es so, dass nicht alle Phasen durchlaufen werden müssen, sowie die Reihenfolge auch nicht die gleiche immer sein muss, sodass manche Phasen auch mehrmals durchlaufen werden können oder manche auch übersprungen werden können. Und dieses 5-Phasen-Modell hat dann der Autor dieses Artikels mit dem Verletztensein verglichen. Natürlich ist eine schwere Verletzung bei weitem nicht gleichzustellen mit einer unheilbaren Krankheit, aber dennoch passen da viele Dinge wirklich sehr, sehr gut. Und gerade da ich auch lange verletzt war, habe ich mich beim Lesen dieser verschiedenen Phasen immer wiedergefunden. Manche Phasen habe ich auch öfter durchlebt, manche waren ein bisschen kürzer als die anderen.
Dennoch muss ich aber sagen, dass das Ganze echt sehr, sehr gut gepasst hat und deswegen will ich das heute gerne mit euch teilen. Diese 5 Phasen lauten nicht wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Also Belastungsreaktionen, die auch nach einer schweren Verletzung auftreten können. Schon merkwürdiger Zufall. Und die stelle ich euch jetzt einmal vor. Phase 1. Nicht wahrhaben wollen. In dieser Phase sucht man Ausreden und spielt seine Verletzungen erstmal herunter. Es aber nicht wahrhaben zu wollen, macht das Ganze nicht wirklich besser, sondern eher schlimmer und kann auf Dauer echt sehr problematisch werden. Dass solche Gedanken aufkommen, ist aber auch völlig normal und in Ordnung. Man sollte sie halt nur unter Kontrolle bekommen. Man fängt aber an zum Beispiel zu sagen, oh, das ist doch bestimmt nur ein Muskelkater, einmal Voltaren rauf, dann geht es sofort wieder los oder eine Ibo, zack, geht es wieder aufs Feld. Nach dem Sprichwort, no pain, no gain. Phase 2, Zorn. In dieser Phase ist man sehr, sehr wütend und es kommen Fragen auf wie, wieso ist gerade mir das passiert, wieso gerade vor der Saison, dabei wollte ich mich doch gerade beweisen, das ist gar nicht fair, das habe ich nicht verdient. Als ich zum Beispiel in der Phase war, habe ich einmal mein komplettes Zimmer verwüstet, nachdem ich beim Arzt war, als er mir sagte, dass ich nie wieder spielen werde. Und das Ganze war circa 1,5 Jahre nach meinem Unfall und somit hatte sich das alles einmal aufgestaut und ich musste das einmal rauslassen. Ich war aber vor allem wütend noch auf mich selbst, dass ich an dem Tag, als ich meinen Unfall hatte, gespielt habe, weil ich eigentlich an dem Tag nicht wirklich fit war und eine Verhärtung im Oberschenkel hatte und somit eigentlich hätte Pause machen müssen. Zorn kann mal helfen, die Wut rauszulassen, aber davon wird man auch nicht schneller gesund und langfristig hilft es einem nicht weiter. Phase 3. Verhandeln. In dieser Phase fängt man an, mit sich selbst oder mit einer höheren Macht zu verhandeln. Ich zum Beispiel wäre bereit gewesen, in dieser Phase alles zu geben, was ich habe, nur um wieder ein gesundes Sprunggelenk zu haben, um schmerzfrei Badminton spielen zu können. Das Verhandeln kann in vielen Fällen sehr sinnvoll sein, gerade dann, wenn man den Sport wieder ausüben kann. Denn da kann man sich die Gedanken, die man in dieser Phase hatte, noch mal ein bisschen zurückholen und man ist viel verantwortungsbewusster. Ich zum Beispiel setze jetzt lieber 1 bis 2 Wochen mal aus, wenn ich wirklich mal Schmerzen habe, anstatt es darauf ankommen zu lassen, mich langfristig zu verletzen. Leider sind wir Menschen Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns sehr, sehr schnell daran, wenn wieder alles sehr, sehr gut läuft. Ich selbst habe mich auch erwischt, dass ich mich mal beim Training nicht so aufgewärmt habe, wie ich es mir zum Beispiel vorgenommen habe, um Verletzungen vorzubeugen. Trotzdem muss ich sagen, dass ich viel verantwortungsvoller und verantwortungsbewusster mit meinem Körper umgehe als vorher. Phase 4, Depression. In dieser Phase ging es bei mir los mit dem Gedanken, dass ich nie wieder Badminton spielen werde, dass ich nie wieder eine Deutsche spielen werde, dass ich nicht mehr mit Freunden auf ein Turnier fahren kann und dass ich nie wieder etwas finden werde, was mich so erfüllen wird wie dieser Sport. Denn das war es jetzt für immer. Phase 5, Akzeptanz. Bei dieser Phase fängt man an, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Man fängt an, nach vorne zu schauen. Bei mir war es zum Beispiel, hey, wie wäre es, wenn ich vielleicht doch mehr in diese Trainerrichtung gehe, um trotzdem weiter in meinem Sport zu bleiben und anderen Leuten einfach dabei helfen kann, auf ein hohes Niveau zu kommen oder auch, um andere Leute davor zu bewahren, dass denen das gleiche Schicksal widerfährt wie mir und dementsprechend bei denen Verletzungen vorbeugen kann. Was ich mir auch immer gedacht habe, meine Erfahrung hier auf YouTube zu teilen, was ich jetzt vielleicht mal endlich auch durchziehen werde, aber das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber so ist das Leben am Ende auch gar nicht verschwendet. Es gibt so viele coole Dinge auf dieser Welt, die man bestimmt noch nicht ausprobiert hat, dem bestimmt genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Spaß machen, wie der Sport, den man ausgeübt hat. Man muss sich nur genau umgucken und einfach mal ausprobieren, was einem da wirklich gut gefällt. Die beste Reaktion auf eine Verletzung ist natürlich die Akzeptanz, da diese einem wirklich weiterhelfen kann. Und das Ganze kann auch wirklich sehr lange dauern, um dahin zu kommen. Und es ist auch immer sehr individuell von Person zu Person unterschiedlich. Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein neuer Plan. Das muss nicht zwingend ein neuer Trainingsplan sein. Ein bisschen Bewegung schadet zwar nicht, aber dieser Plan sollte dir vor allem dabei helfen, wieder Glück im Leben zu finden. Lass dir das von jemandem gesagt sein, der echt ziemlich lange mit so einer Verletzung zu kämpfen hatte. Und gerade wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst, wie gesagt, check mein letztes Video ab. Da habe ich die Sachen vorgestellt, die du tun solltest, um, wie gesagt, in keine Depression zu verfallen, sondern vor allem um dieses Glück im Leben wiederzufinden. Kleiner Tipp, verschwende aber auf jeden Fall keine Zeit daran, darüber nachzudenken, wann du wieder in Topform sein wirst. Das bedeutet nicht, dass man sich keine Ziele setzen soll, man sollte diese Ziele nur neu definieren und realistisch setzen, damit man beim Nicht-Erreichen dieser Ziele nicht gleich wieder demotiviert ist. Und das war mein Video zum Thema Sportverletzung und wie diese die Psyche beeinflussen können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, lass mich gerne in den Kommentaren wissen, falls ich dir helfen konnte. Vergiss nicht, das Video zu bewerten und den Kanal zu abonnieren, falls dir solche Thematiken rund um den Wettkampfsport gefallen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Peace out. Ist das hier oben? Nee, das ist hier oben, ne? Weil wenn ich jetzt das Video sehe, schau mir jetzt das Video an. Dann ist das auf YouTube. Hier oben. Nee, hier oben. Das ist hier oben. Depression, Ärger,
und Stress rücken oft ein bisschen in die Vergangenheit. Und das Ganze kann ein Identitätsverlust zur Folge haben.